Ja, quasi live, fast. Gerade bin ich abgestiegen von der neuen T-Max und möchte natürlich gleich frisch in den Emotionen euch berichten. Ich gehe mal mit euch gemeinsam eine Runde ums Fahrzeug. Wir sind ja hier in Südafrika unterwegs. Wenn ihr auf den Onboard-Aufnahmen also seht, ich bin links gefahren, keine Sorge, alles in Ordnung. Hier stehen wir beim Coffee-Stop. Die Kollegen oben lassen sich gerade gut gehen, aber ich lasse mir noch mehr gut gehen. Ich schaue mir den T-Max nochmal an, in voller Pracht. Muss sagen, war wieder mal begeistert vom T-Max. Es tut mir leid, ich bin ja ein bekennender T-Max-Fan, weil der T-Max auch jetzt noch oder wieder oder umso mehr 2017 ein mächtiger Mutant, also eine Mischung, eine Promenadenkreuzung aus Motorrad und Roller ist. Können wir uns gleich gemeinsam anschauen und das haben wir jetzt beim Fahren wirklich leibend genossen. Zum Beispiel, wenn man hier schaut, hier die Schwinge, da, das ist Motorrad-Style, echt solides Zeug. Man sieht hier viel vom Motor, ist bewusst so gemacht, wie bei einem Motorrad, damit hier mehr Technik-Feeling rüberkommt. Und was natürlich auch geiler Motorrad-Look ist, ist der hochgezogene Auspuff. Hier natürlich vom Feinsten von Agapovic, da taugt man natürlich gewaltig. Und ich bin jetzt hier gefahren, die SX-Version, das ist quasi die sportlichste Version der vom T-Max. Und man sieht es auch vorne, die Gabel, wunderbar, massiv, man hat ja auch zwei Gabelbrücken und Alurahmen. So gesehen quasi ziemlich ein Motorrad von den Innereien und außen rundherum mit ein bisschen Rollerkomfort verstärkt. Was hat mir gefallen bis jetzt? Also was wieder fantastisch war, war diese Möglichkeit, einen Roller, der so viel Komfort hat, so schnell zu bewegen. Das hat echt gut funktioniert. Gleichzeitig, was gut geklappt hat, war die Möglichkeit, die Stabilität zu genießen bei hohen Geschwindigkeiten. Auf der anderen Seite aber, wenn es eng geworden ist, ist er sehr quirlig unterwegs, der T-Max. Also vom Chassis her immer noch absolute Nummer 1 im Rollerbereich. Entschuldigung, dass ich Roller zu ihm sage, weil er ja vom Chassis her ein Motorrad ist, aber unschlagbar in Sachen Fahrdynamik, Stabilität und Komfort. Das passt nach wie vor. Und die T-Max Insider werden natürlich sich freuen, dass er ein bisschen leichter geworden ist. Ohne direkten Vergleich traue ich mir jetzt aber nicht sagen, ob das wirklich dramatisch besser geht. Ja, was mir gut gefallen hat, normalerweise bin ich nicht so der Fan von den verschiedenen Riding-Modes. Ich will einfach einen Mode, der lässig ist. Man sieht, ich habe jetzt hier im Display, ich habe den T-Mode eingeschalten und ich kann hier quasi rechts bei diesem Mode-Schalter wechseln zwischen S und T. S steht für Sport, T für Touring. Und da macht es echt Sinn, muss ich sagen, am T-Max, weil er da zwei verschiedene, wie soll ich sagen, weil er da zwei verschiedene Fahrzeuge in einem stecken. Das heißt, ich schalte den T-Mode ein. Wenn ich in der Stadt unterwegs bin, da spricht der Gasgriff deutlich sanfter an und auch das ganze Drehzahlniveau ist niedriger vom stufenlosen Getriebe. Wohingegen, wenn ich es dann rauchen lassen will auf den Bergstraßeln, dort schalte ich dann den S-Mode ein, da ist der Gasgriff deutlich direkter, was in der Stadt mal ein bisschen nervös war, aber dann, wenn wir angeraucht sind in den Bergen, hat es natürlich super funktioniert und das Drehzahlniveau ist auch höher und wo er natürlich dann mehr Power hat. Also es hat auch durchaus Sinn, hier zwei Modi zu haben, weil er hier auch wirklich das Fahrzeug manchmal genutzt wird fürs Commuten, ganz pragmatisch und dann aber auch herzerwärmend frisch. Ja, jetzt werden wir noch weiterfahren am Nachmittag. Am Abend dann den ganzen Test hier nach der großen Testfahrt, aber bisher kann ich euch beruhigen, sicherlich beste T-Max aller Zeiten, besser noch wie die Vorgänger, noch gediegenere Ausstattung, trotzdem aber super sportlich, taugt mir gewaltig, das wäre ja auch noch ein bisschen was einschneiden gehen. Danke. Ja, das war jetzt eine leibende Fahrerei hier mit den T-Maxes. Was ist die Mehrzahl von T-Maxen? War es schwierig? T-Maxe vielleicht, ja. Drei verschiedene Modelle gibt es ja. Und wir sind hier in der Umgebung von Südafrika gefahren, den neuen T-Max. Und den Test habe ich ganz besonders ernst genommen, weil die T-Max ist ja
die Nummer 1. Der Nummer 1 Roller im Premium-Segment in Sachen Quantität. 250.000 Mal ist er verkauft worden, der T-Max, seit es ihn gibt, und ist der bestverkaufte Premium-Scooter bei den großvolumigen Modellen. Und er ist ja auch der schnellste und beste Premium-Scooter am Markt. Das sagen wir immer wieder, schlicht und ergreifend deswegen, weil so viel Motorradtechnik mit drinnen steckt. Deswegen für mich nur die härtesten Testkriterien hier, wenn ich mir den T-Max zur Brust nehme. Erstmals habe ich da auch sowas wie ein Testprotokoll. Schaut sich das an, eine monströse Liste habe ich da. Und die arbeiten wir jetzt gemeinsam durch. Fangen wir mal an mit dem Motor. Hier hat der Motor hat gleich 5 Punkte. Engine Character, Engine Performance, Torque, Acceleration, Feeling und so weiter. Ich muss sagen, ich würde jetzt gar nicht den Motor alleine so betrachten, sondern man muss den Motor in der Kombination aus dem elektronischen Gasgriff mit dem YCCT, also mit dieser elektronischen Drosselklappensteuerung und dem Automatikgetriebe sehen, das ja auch natürlich gesteuert wird, wann es wie das Übersetzungsverhältnis ändert. Und das als Gesamteinheit funktioniert natürlich grandios. Natürlich sage ich deshalb so selbstbewusst, weil natürlich hier die Weiterentwicklung der Elektronik einfach gut vorangeht und man einfach schlicht und ergreifend hier wieder ein paar Jahre mehr Entwicklungs-Know-how mit drinnen hat. Das heißt, das Motorrad oder der Roller hier weiß schlicht und ergreifend immer, was ich machen möchte. Möchte ich da hinzugeln, gebe ich ein bisschen vorsichtiger Gas, ist die Gasgriffdrehung zaghafter, dann geht das ganz sanft, ganz geschmeidig, beschleunigt er dann nach oben, ist er ganz vorsichtig und lieb zu uns, der T-Max. Ziehe ich ruppig am Gasgriff, dann geht das alles etwas forscher, dann fahrt das über das Getriebe auch gleich in ein höheren Drehzahlniveau hinein. Das heißt, es ist wirklich ganz fantastisch abgestimmt, ein ganz tolles Feedback und funktioniert so, dass man gar nicht das Gefühl hat, dass da viel Elektronik drinnen steckt. Funktioniert sehr natürlich und mechanisch, ist aber volles Hightech. Was ich sagen muss, ist, dass es gibt ja hier den Taster, dass man zwei verschiedene Modi hat, das heißt einen T- und einen S-Mode. Und das macht hier auf dem Fahrzeug wirklich viel Sinn und da stehe ich auch drauf, weil ich kann mir in der Stadt mit dem T-Mode ein sehr sanftes Setup abstimmen, niedriges Drehzahlniveau, sanftes Ansprechverhalten am Gasgriff, auch bei Bodenwellen, dann kein ruppiges Gezuckle. Auf der anderen Seite, wenn ich aus der Stadt rauskomme, kann ich dann in diesen S-Mode schalten und habe dann wirklich so eine Flachschiebercharakteristik. Und das Getriebe fährt den Motordrehzahl hoch und fährt immer in einen höheren Drehzahlbereich. Also für mich ganz eine grandiose Geschichte. Jetzt ist so, hier steht zum Beispiel auch noch in meinem Testprotokoll Engine Performance und Torque, also Drehmoment und Leistung. Und da muss ich sagen, T-Max ist ja auf einem Niveau oder war schon auf einem Niveau, wo andere Roller ja gerne hin möchten. Also verdient hier nach wie vor nur Bestnoten. Ich habe hier aber trotzdem nur gut angekreuzt, schlicht und ergreifend deswegen, weil es keine Änderung zum Vorgänger gegeben hat. Bitte steinigt mich jetzt nicht, liebe T-Max-Fans. Wenn ihr zufrieden seid, der T-Max ist in Sachen Motorleistung und Drehmoment genauso geblieben wie immer, ist ja wunderbar. Ich als kompetitiver Typ und mit hohen Ansprüchen hier an so einen Marktführer hätte mir erwartet, dass da einfach ein bisschen was oben drauf liegen. Ob man es braucht oder nicht, ist eine andere Frage, komplett egal. Ich will einfach immer mehr Leistung mit jedem neuen Modell, das kommt. Und was aber schon eine Bestnote verdient, ist das Acceleration Feeling. Und das haben wir aber nicht dem Motor zu verdanken, dass ich hier eine Bestnote gebe und dass der neue T-Max besser beschleunigt als der vorige, sondern er ist um 9 Kilo leichter geworden. Und 9 Kilo leichter heißt, 9 Kilo leichter sind wurscht eigentlich, aber 9 Kilo leichter heißt, und das ist mir nicht wurscht, ich habe es hier aufgeschrieben, tschak, 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 auf einen 200 Meter Sprint im Vergleich zum vorigen T-Max ist die jetzt hier um 8 Meter vorne. Das ist natürlich grandios. Oder 8 Meter beim Ampelstart sind Meilen, das ist Urleibern. Stell dir vor, dein Haber gerade einen alten T-Max, du den neuen, du brennst ihn bei jeder Ampel 8 Meter her. Das ist so geil. Da stehe ich voll drauf. So, und jetzt kommen wir zum Heimspiel vom T-Max. Jetzt kommen wir zum Grund, warum der T-Max der bestverkaufte Premium-Scooter ist und warum er mir auch so taugt. Hier habe ich jetzt 3 Punkte auf meinem Evaluation-Sheet stehen. Agilität, Stabilität, Handling. Das steht auf Englisch, aber das schaffe ich zum Übersetzen, die 3 Punkte. Agilität, Stabilität und Handling. Und in allen 3 Punkten kriegt der T-Max von mir die besten Note, die man überhaupt nur geben kann. Und on top kommt noch Komfort, steht da nicht, gebe ich auch die besten Note. Und das macht für mich die Faszination von dem Roller aus. Er ist im Kurvengeschlängel und beim Drängen in der Stadt super agil. Also ganz, ganz handlich und gleichzeitig aber präzise und sicher zu fahren. Das ist fantastisch.
bei schnellen Passagen ist er stabil, bis auf 150 überhaupt kein Problem, egal ob das Fahrrad schlecht ist oder gut, super Stabilität. Auf der anderen Seite kann ich den Roller und den T-Max auch im sehr niedrigen Geschwindigkeitsniveau super sicher dirigieren, schlicht und ergreifend deswegen, weil der Schwerpunkt zu niedrig ist. Der Motor von T-Max ist ja sehr tief eingebaut. Dadurch ist das Motorrad auch bei niedrigen Geschwindigkeiten so einfach zu dirigieren. Das ist ganz grandios natürlich in der Stadt. Und so hat das Motorrad, dieser Roller insgesamt so eine Faszination, weil hier einfach das Thema Chassis schlicht und ergreifend mit Hardware erschlagen worden ist. Man hat hier einfach ein fantastisches Alu-Chassis reingesteckt, gute Gabel, ein gutes Federbein, Gabelbrücken vom Feinsten, that's it, ist kein Hexenwerk, aber es funktioniert einfach fantastisch und deswegen hat man hier so einen tollen Roller, der so gut funktioniert in allen Lebenslagen. Ich habe jetzt hier noch einen Punkt aufgeschrieben, Lightweight Feeling. Es ist so, dass der Roller nicht leicht ist, der hat ja auch über 200 Kilo. Wenn aber ein Fahrzeug hochwertige Komponenten hat, ein hochwertiges Chassis hat, der Motor richtig drinnen steckt, dann fühlt er sich natürlich geschmeidig und leicht an und das passt. Und was auch gut passt, ist das Gefühl und das Vertrauen fürs Vorderrad. Und das ist die halbe Miete bei einem Fahrzeug. Das ist hier genauso, wie es immer schon war. Beim T-Max, das ist jetzt nicht so, dass das dramatisch anders ist oder besser. Ich würde sagen, es ist genau auf dem Niveau wie beim Vorgänger. Man vertraut dem Vorderreifen, man weiß, was er macht, hat ein super Gefühl für die Linie und kann auch, wenn man Bremserei noch anlegen muss, in der Kurve super dirigieren. Also das ganze Fahrverhalten ist wirklich weit weg von dem, was andere Roller können und das macht mich richtig geil. Ist echt leibend. Sitzposition taugt man auch. Man hat ja hier bei den Trittblechen die Wahl, dass man quasi waagerecht oder schräg drauf steht. Und wenn man forscher fährt, kann man sich richtig reinkeilen in den Sattel, weil so leger oben sitzen ist gut in der Stadt. Aber wenn man anraucht, muss man sich natürlich ein bisschen reinkeilen. Ich bin 1,85, bin top zufrieden mit der Sitzposition. Bremserei ebenfalls Bestnoten vorne, hinten. Ich habe gewaltig den Anker geworfen heute ein paar Mal. Sind einmal Baviane rübergelaufen, die wollte ich nicht zum Grillen mitnehmen, sondern hab den Anker noch geworfen. Echt fantastisch. Und wo ich jetzt deswegen nur ein Gut gegeben habe und kein sehr gut, ist die Suspension selbst. Schlicht und ergreifend deswegen, weil es genau auf dem Niveau sind vom Vorgänger. Bei dem Standardmodell und beim SX und beim DX ist es einstellbar, das Fahrwerk ist im Vergleich zu anderen Rollern natürlich überlegen, aber ich hätte mir da schon ein bisschen Fortschritt erwartet, dass das noch leibender wird und möglicherweise sogar elektronisch einstellbar, aber das ist noch Zukunftsmusik. Also man hat hier natürlich beim Fahrwerk ein bisschen einen Kompromiss, also Komfort, Speed, Stabilität und zaubern kann es nicht, ist aber natürlich immer noch far away von den anderen Mitbewerbern im Rollerbereich, muss man so sagen. Neu ist jetzt dabei, das Smart Key System ist halt praktisch so ein Keyless Go System. Das heißt, man kann den einfach einstecken, weggehen vom Fahrzeug, dann sperrt sich die Sitzbank zu und ist eine Wegfahrsperre gleich mit drin. Also das ist natürlich praktisch und wahrscheinlich das größte Plus im Vergleich zum Vorgänger ist aber der Stauraum. Also die ganze Technik, alles wunderbar, aber dass jetzt zwei Jethelme leibend reinpassen, ein Vollvisierhelm reinpasst, zusätzlich noch zu einer kleinen Tasche. Das ist natürlich sensationell im Vergleich zum Vorgänger und trotzdem finde ich, ist aber die sportlich schlanke Optik gleich geblieben. Das für mich der größte Pluspunkt beim neuen T-Max und vermutlich auch der Grund, warum die meisten Leute umsteigen werden, weil die ist echt fantastisch. DFT-Pendel habe ich noch aufgeschrieben hier und die ganzen Bedienelemente wunderbar einfach. Traktionskontrolle ein- und ausschalten, Griffheizung, Sitzheizung ein- und ausschalten, geht alles wunderbar über den Menütaster und dann über rauf und runter. Kann man sich echt nicht beschweren. Wunderbar einfach, nicht zu verspielt. Man kann das wunderbar dirigieren. Ebenfalls Bestnote. Die Note gut habe ich jedoch nur vergeben. Auch wieder, weil ich höchste Ansprüche habe hier beim T-Max. Ist immer noch far away von den anderen. Beim Interieur Quality. Ist ja alles wirklich leibend, wenn man sich das anschaut. Die Lackelemente, die ganzen Schalter, alles so wunderbar. Aber nur das Fach hier auf der rechten Seite ist genauso wackelig wie bei anderen Rollern. Also das hätte ich mir ein bisschen gediegener gewünscht. Ansonsten alles, was hier an der T-Max dran ist, höchste Qualität. Natürlich auch dann, wenn man Zubehör raufschrauft, haben es auch die geilsten Lieferanten, Akrapovic, Gilles. Also da auch hier echtes Premium-Produkt, merkt man ja auch beim Preis. Aber man kriegt ja noch was geboten dafür. Passt super. Jetzt gehe ich noch ein bisschen ein auf die Extras und dann sind wir auch schon fertig. Wir haben hier drei Modelle und wir haben bei der SX
und bei der TX mit drinnen dieses TMAX Connect heißt es, MyTMAX Connect. Was ist MyTMAX Connect? Das ist im Prinzip, ja, wie kann man es nennen, das ist ein GPS-Modul mit GSM-Modul, das ist hier am Fahrzeug verbaut, das ständig die Bewegungsdaten und die Positionsdaten an das Vodafone Center, an ein Callcenter meldet und ist nichts anderes als im Prinzip eine Diebstahlsicherung. Wenn das Fahrzeug dann bewegt wird, ohne dass es eingeschaltet ist, ohne dass der Schlüssel da ist, dann geht die Meldung an das Callcenter, die wiederum melden sich bei der Polizei und die Polizei kann dann hoffentlich die Diebe in 44 Ländern Europas zur Strecke bringen. Das ist das MyTMAX Connect System. On top haben wir dann aber noch eine leimende Spielerei. Man hat am Handy eine Smartphone-App und kann dann daraus auch diese ganzen Bewegungsdaten auslesen, hat dann ein mächtiges Spielzeug mit so Fahrtenbuch und Geschwindigkeiten und so weiter und so fort. Die deutschen Zuseher, denen werden jetzt natürlich die Nackenhaare aufstellen wegen Datenschutz und so weiter. Die werden das Feature natürlich nicht wollen und deaktivieren. Die anderen können ganz nüchtern entscheiden, brauche ich das oder brauche ich es nicht. Im ersten Jahr ist gratis mit dabei. Danach kostet es 100 Euro im Jahr, die am Vodafone zu zahlen sind, circa in jedem Land ist anders. Hat den Vorteil, dass in manchen Ländern die Versicherungskosten dann niedriger sind und so schaut es aus. Was wir noch haben beim TX ist der Tempomat und die Heizgriffe und die Sitzheizung. Und was ganz leimend ist, ist die elektrisch einstellbare Windschild. Und was ich hier gar nicht aufgeschrieben habe, aber was auch so ist, der TX hat auch ein einstellbares Fahrwerk. Nicht elektrisch, sondern manuell kann man es Federbein einstellen. Jetzt habe ich insgesamt mal die Bestnoten aufgeschrieben. Design, Engine, Chassis, alles wunderbar. Die Yamaha-Leute haben ihre Hausaufgaben gemacht. Auch 2017 wieder ist der Yamaha T-Max führende Produkt am Markt, kann man so sagen. Er wird der schnellste sein. Er wird auch der sein, wo ich das Gefühl habe, ich habe hier das hochwertige Produkt unter mir, demzufolge einen guten Job macht. Was ich mir jetzt noch aufgeschrieben habe auf meinen Schummelzettel, was ganz wichtig ist, auch für die, die das Fahrzeug dann länger besitzen, hat man den Vorteil, dass das Fahrzeug einen stabilen Markt hat. Das sehen wir hier bei uns in unserer 1000 PS Marktplatz App, dass die Standzeiten bei den T-Max Modellen, egal wie alt sie auch sind, egal wie viele Kilometer, sehr niedrig sind, dass man einen hohen Preis noch kriegt dafür. Das heißt, das ist ein sehr hochwertiges Produkt und das wirkt sich dann auch auf einen langen Besitz dann auch aus, dass man dann immer noch was dafür kriegt. Das ist der Unterschied halt dann zu einem billigeren Produkt. Und was mir auch noch wichtig ist, es regen sich immer Leute auf, wenn ich mit Jeans fahre in den Tests. Ich muss sagen, es ist ja alles super top motorradbekleidungsmäßig. Also das sind Motorrad-Sneaker von Held mit Protektoren, das ist eine Bullet-Jean mit Protektoren, das ist eine Icon-Lederjacke mit Protektoren. Also alles bestens, braucht euch keine Sorgen machen um mich, meine lieben Freunde. Und deswegen jetzt, da kann ich auch nur, weil ich kann gar nicht mehr aufstehen. Brauche ich ja meinen Maskottchen, das Nilsbett, das ich gar nicht mitnehmen brauche, der braucht mich dann nicht beschützen. Meine Protektoren beschützen mich wunderbar. Und für den T-Max gibt es natürlich nur das altbewährte 1000 PS Testurteil leiwand. Und ich habe echt nichts gefunden, wo ich ranzig geben müsste, deswegen kann mir das Schild halt gleich umdrehen. Leiwand für den T-Max kann man empfehlen, werde glücklich sein damit, meine Freunde.